fire. Ja, meine sehr verehrten Freunde, und damit begrüße ich euch zurück zu einem, ja, Let's Play, das wir schon einmal gespielt haben, aber diesmal mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Das wollte ich ja immer schon mal ausprobieren, und bevor ich jetzt weiter erkläre, werde ich lesen. 17. September 2013 von 10.26.01 10.75.6 at mutemail.com an milesupshore@gmail.com betreff Tipp: illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychotric Systems. Sie kennen mich vielleicht nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychotric Systems and Mount Massive tätig. Ich breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit diesen Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren fasen etwas von Traumtherapie, die zu tief geht, und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hätte. Leute kommen zu Schaden, und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Ja, wir nehmen unsere Batterien erneut und unseren Camcorder, checken, ob er funktioniert. Sieht gut aus. Da haben wir einen Presseausweis. Nachtsicht funktioniert auch. Ja, und dann steigen wir aus unserem Auto und sehen ein Gebäude vor uns, was wir nicht so schnell vergessen werden. Deine Ziele werden in dein Notizblock aktualisiert. Dort findest du deine Notizen und gesammelten Dokumente. Ja, und damit, meine Freunde, noch einmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Im Albtraummodus, ja. Beim ersten Mal haben wir auf Normal gespielt und ich habe jetzt den schwierigeren Modus übersprungen, der heißt wirklich so. Und bin in den Albtraummodus gegangen, das heißt, das ist sozusagen der, naja, an sich vielleicht der schwerste Modus, mit Ausnahme des Wahnsinnsmodus. Eigentlich wollte ich den spielen, aber dort ist das Problem, wenn wir sterben, beginnen wir das Spiel von vorne. Ich dachte mir jetzt, okay, ich probiere es erstmal im Albtraummodus, bis, ja, da müssen wir nicht immer alles neu machen und... Naja, wenn ihr danach noch den Wahnsinnsmodus sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten spiele ich den wahrscheinlich eher privat, weil ich mich da halt mehr konzentrieren kann. Aber wenn ihr das sehen möchtet... Jetzt juckt mir die Nase! Wenn ihr das sehen möchtet, schreibt es in die Kommentare und euer Wille wird geschehen. So, seit wir das letzte Mal gespielt haben, sind einige Jahre vergangen. Meine Soundqualität hat sich wahrscheinlich seitdem verbessert. Alter, die Nase! Das hat sich nicht verbessert. Und natürlich hat sich auch verbessert... ja, die Kamera ist immer noch dieselbe. Alter! Aber mein Aufnahmeprogramm ist ja mittlerweile nicht mehr Fraps.
Und ja, dadurch ist das Let's Play, ich glaube, war letztes Mal. Drücke linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte linke Maustaste gedrückt und bewege dich. Das kennen wir. Also ich habe heute auch schon mal auf normal angefangen, das Spiel zu spielen. Also ich weiß und noch immer, was die erste Stunde vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie lange ich. Oder eine halbe Stunde. Also ich werde mich jetzt nicht gleich erschrecken. Ja, ich habe die Kamera zwar angemacht, um solche Reaktionen wieder aufzuzeichnen. Ein Horrorspiel muss mit Kamera gespielt werden, auch wenn ich mir in der Hälfte der Kamera die Nase kratze. Aber ich kann mich natürlich nicht an alles erinnern. Ich kann mich natürlich an wichtige Punkte erinnern, die ich jetzt nicht nennen werde, da vielleicht einige das Spiel noch nicht kennen. Und ja, die möchte ich nicht spoilern. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, kauft euch dieses Spiel und spielt es selber. Denn dabei macht ihr nochmal eine ganz andere Erfahrung, als wenn ihr bei jemand anderes zuschaut. Das habe ich ja selber gemerkt. Ich habe es ja damals auch bei zwei Let's Playern geguckt und danach erst selber gespielt und auch Let's Played. Und ich kannte die Schreckmomente halt teilweise. Man hat sich trotzdem erschrocken. Schickes Auto. Ja. Wir spiegeln uns natürlich nicht als neumoderner Vampir, der hier mit einer Kamera rumläuft, haben wir natürlich kein Spiegelbild. Die Türen sind verschlossen, wie sollte es auch anders sein? Ja, und ich dachte mir jetzt halt einfach, nicht nur, weil ich den Albtraummodus mal spielen wollte, ich habe es halt heute einfach mal so zufällig installiert, das Spiel, ich hatte einfach Bock drauf und dachte mir jetzt, okay. Es kommt bald Outlast 2. Da können wir ja nochmal Outlast 1 spielen. Und ja, wenn wir... Katze, geh doch mal weg hier von der Tastatur. Wenn wir das denn schon spielen, dann eine Stufe höher. Jetzt guck mich nicht so böse an. Ich brauche den Platz. Dann als kleine Herausforderung. Wahnsinnsmodus, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich halt auch wahrscheinlich, wenn ich gestorben wäre, das Let's Play beendet. Als Herausforderung nicht geschafft, abgestempelt. Oder halt, das wäre eine mega lange Playlist geworden, bis wir das irgendwann mal schaffen. Ich merke gerade, meine Allergie meldet sich, deswegen ist meine Nase am Jucken. Jetzt ist sie langsam verstopft. Das heißt, ich muss mir wahrscheinlich gleich ein Kaugummi einschmeißen. Wenn der Camcorder einsatzbereit ist, da haben wir, da fällt mir ein, wir haben vorne was vergessen. Ich laufe nochmal schnell zurück. Ja, das werden hier auch keine halbstündigen Folgen. Ich werde die so 20 Minuten machen. Weil beim ersten Mal durchspielen sind wir doch relativ schnell durchgerusht. Wir hatten nur 12 Folgen. So, wir haben ein Ereignis aufgenommen. Dein Notizblock wurde ein Eintrag hinzugefügt. Drücke N, um ihn zu lesen. Nervenheilanstalt Mount Massive. Wir bringen nicht den Witz von Gronkh. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals und der Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab. Vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Ja, das werden wir im Laufe des Spiels natürlich erfahren. Wir sollten möglichst viel filmen natürlich, um solche Notizen zu erhalten. Ich habe auch beim ersten Mal durchspielen ja nicht alle Notizen bekommen. Vielleicht finden wir noch ein paar, die ich nicht kenne oder... Mittlerweile Notizen habe ich mir natürlich nicht gemerkt oder Fallakten. Die kenne ich alle nicht. Die müssen wir dann erneut lesen. Und ich weiß auch nicht, wo mir bekannte Notizen irgendwie zu finden sind. Aber wir brauchen die Kamera natürlich auch, um an dunklen Orten sehen zu können, ja? Wir haben eine Batterie von zwei drin. Das ist die Schwierigkeit des Albtraummodus. Wir finden nicht besonders oder wir können nur zwei Batterien mitnehmen. Auf normal waren es noch 10. Ja, ist ein kleiner Unterschied, der mir auch relativ zu bedenken gibt. Am Tag kann ich dieses Spiel dadurch nicht spielen.
Im Dunkeln sieht man hoffentlich teilweise mehr. Das werden wir jetzt gleich merken, glaube ich, wenn... Ja. Ja, wir sehen zumindest, wo wir lang müssen. Ich hoffe, die Batterien halten vielleicht ein bisschen länger jetzt. Nein, die gehen genauso schnell runter. Machen wir es so. Ich trick's das Spiel aus. Oh, geht genauso runter. Gut. Ja, dann sollten wir die Batterien sparsam einsetzen. Das Problem ist, sparsam einsetzen ist gut, wenn wir an Stellen kommen, wo wir nichts sehen. So, natürlich herrscht auch momentan keine Anspannung, da, wie gesagt, ich habe das heute ja schon mal angespielt. Da kam mir halt erst der Gedanke, dass ich das dann ja auch Let's Playen könnte. Und dadurch weiß ich natürlich halt, was jetzt, dass jetzt noch kein Gegner auftaucht. Und auch dieser Fernsehen, da stört mich relativ wenig. Jemand zu Hause? Ah ne, ich muss vorsichtig um die Ecke schauen. Fass die Ecke an, du Noob. Okay. Ja, die Grafik ist auf jeden Fall immer noch anschaubar. Oh, Nase. Was haben wir hier? Ein wunderschönes Büro und unsere Batterie. Ja, eigentlich sollten wir, solange wir nicht weniger Batterien finden als auf normal, recht gut klarkommen. Also, ja klar, vielleicht müssen wir teilweise zurückgehen, um Batterien zu holen. Ist natürlich das Schlimmste, was uns passieren kann. Ah, eine Akte. Mit J. Merkurf, Psychotrix Systems, Project Wall Rider, Mount Massive & Co., Fall Nummer 174, Patienteninitialen WPH Billy, Datum 14.10.2013, erste Patientenbefragung 12.04.2009, Alter des Patienten 19, Geschlecht männlich und behandelnder Arzt ist Dr. Karl. Husten. DBNR. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik, Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit, Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmische REM-NREM-Zyklen. Lachen in NREM-Phasen. Anmerkung: Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Trager entdeckt. Anmerkung, die einzige Person namens Trager, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Trager, ein Angestellter vom MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Psychotrix Systems Project Wall Rider Mount Massive & Co. Ja. Gut. Ich habe kein Wort verstanden. Da ich ja kein Doktor bin. Hallo? Darf ich stören? Wohl eher nicht. Jo, da geht's auch nicht vorbei. Linke Maustaste zum Schließen. Also ich kann die Türen nur zuschmeißen. Ich kann sie nicht langsam schließen. Ich kann sie nur langsam öffnen. Lecker. Was könnte das? Ein Stück da?
Uah, eklig. Ja, erstmal ein kleines Päuschen, ne? Trinken wir mal eine Cola. Ja, wir klettern in den Schacht, wo die Blutspur hineinführt. Super tolle Idee. Ja. Super Idee. Ey, da war jemand. Wer war das? Viel Blut. Okay, dann wollen wir mal hier rein. Hallöchen, junger Mann. Das macht man aber nicht, Leute einfach so anschreien. So, das Problem ist, ich glaube, hier war eine Batterie drin. Also können wir uns hier auch... Ja, der hat wohl zu viel nachgedacht, würde ich jetzt so behaupten. Denn der Kopf ist wohl sauber abgefallen nach dem Nachdenken. Ach, hier fährst du das Schrankregal an, wenn ich um die Ecke will. Nett. Heute gibt's... Hat sich hier gerade hinter mir... Nee. Das war im Spiel. Okay. Okay. Ich kann sie nicht bekämpfen. Warte mal. Ich muss erstmal... Ich bin drin. Überall Leichen. Blut. Verbrennung. Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen, bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt einfach. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Bis jetzt... da sind die Köpfe. Okay, hier ist die Tür. Ich wusste gar nicht, dass man den sieht, wenn man hier rauskommt. Da war Fatty Mac Fett Fett. Der ist da reingegangen. Oh. Ich weiß auch noch, dass der gleich kommt. Oh, gespoilert. Tut mir leid für alle, die es noch nicht kennen. Okay. Ich sehe eine Tür. Ich sehe... Okay, da wollte sich jemand wohl aus dem Staub machen und hat sich einfach mal im Klo runtergespült. Gott. Bloß nicht Fetti irgendwie machen. Hä? War hier nicht noch ein Badezimmer? Anscheinend ja nicht. Gut. Dann wollen wir mal da durchgehen. Was? Alter, wie kann der sich so...
anschleichen.